Ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk noch zu retten? Meine Damen und Herren, liebe Freunde, im Oktober letzten Jahres veröffentlichte ein Mitarbeiter einer Anstalt des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, namentlich Ole Skambrax, einen offenen Brief. In dem Brief, den der Autor mit den Worten begann, "Ich kann nicht mehr schweigen", schilderte er die seiner Meinung nach unhaltbaren Zustände des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Seine Kritik ist im Grunde identisch mit der unseren und liest sich im Grunde wie die zahlreichen Anträge, die wir bereits im Wissenschaftsausschuss eingebracht hatten, mit dem Ziel, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk endlich zu reformieren. Es lässt sich kurz zusammenfassen. Im Öffentlich-Rechtlichen gibt es keine Meinungsfreiheit mehr. Was man zu berichten hat, wird vorgegeben. Ansonsten scheitere man sehr schnell in seiner Karriere. So wie eben auch Herr Skambrax selbst, denn der wurde in der Folge kurzerhand gefeuert. Mittlerweile hat man sich zwar auf einen Vergleich geeinigt, aber nichtsdestotrotz, die Botschaft für alle Mitarbeiter beim Öffentlich-Rechtlichen ist klar. Weiche von unserer heiligen Meinung ab und du fliegst raus. Nun hat Herr Skambrax für jene frustrierten Mitarbeiter eigens eine Präsenz im Internet ins Leben gerufen. Unter meinungsvielfalt.jetzt können Beschäftigte von ARD, ZDF, ORF und Co. ihre Erfahrungen schildern, ohne Gefahr zu laufen, gefeuert zu werden. Ich finde es persönlich sehr gut, dass Herr Skambrax die Courage hatte, sein Schweigen zu brechen und nun auch nicht aufhört, für eine gerechte Sache zu streiten. Allerdings finde ich es mindestens genauso erschreckend, dass so etwas in der heutigen Zeit überhaupt notwendig ist. Was ist das für ein Land, in dem es einer anonymen Plattform bedarf, damit Menschen ihre Meinung äußern dürfen? Ich habe meine Zweifel, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk noch gerettet werden kann. Auf jeden Fall in seiner jetzigen Form. Aber, meine Damen und Herren, was denken Sie? Aus dem Bayerischen Landtag, Ihr und Euer Ingo Hahn.